Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mittwoch, mittlerweile ist es 20 vor 10. Heute ist ein guter Tag. Es ist zwar noch kein Sonnenschein da, aber es regnet nicht. Es ist wirklich nicht kalt, also ich konnte hier schön lüften, alles aufmachen, man hat überhaupt nicht gefroren. Die Jungs sind heute gut drauf, der Samu schläft, der Elias ist im Kindergarten, mein Mann arbeitet oben. Ich habe mich hier direkt mal an den PC gesetzt, einiges abgearbeitet. Ich habe ja momentan irgendwie das Problem, dass mein E-Mail-Account irgendwie rumspinnt, aber nur am PC, am Handy nicht. Jetzt habe ich es mal hinbekommen, dass ich alle möglichen Dateien von meinem Laptop auf mein Handy gezogen habe und von meinem Handy aus dann die E-Mails verschickt habe mit den Dateien. Jetzt ist das wenigstens erledigt. Das war eine ganz, ganz, ganz große Krise der letzten Tage. Deswegen, ich bin froh, dass das jetzt endlich mal so abgehakt ist. Ich habe gerade eine Mail bekommen und ich finde es total genial, wenn das wirklich so ist, aber anscheinend ist es so. Den Stepper, den ich gestern erst bestellt habe, soll angeblich jetzt gleich geliefert werden. Das wäre so cool. Ich würde den auf jeden Fall direkt aufbauen und direkt loslegen. Ich habe so Lust drauf. Ja, mal gucken. Ach so, auch noch mal so ein kleines Feedback hier zu der Uhr. Das interessiert bestimmt einige. Also ich hatte das kurz auf Instagram auch gezeigt und da hat das wirklich sehr, sehr, sehr viel interessiert, einfach weil die Uhren unglaublich teuer sind bei Apple. Also richtig strange. Genau, ich hatte ja schon gesagt, das ist dieses SE-Modell. Ich kann noch mal genau schauen. So, ich habe jetzt mal die Apple-Seite aufgerufen. Es gibt Apple Watch Serie 6. Das ist so die teuerste Version. Dann gibt es Apple Watch SE. Das ist die, die ich habe. Dann gibt es Apple Watch Serie 3. Und dann Apple Watch Nike, Apple Watch Hermes. Das sind irgendwelche Sondersachen. Genau, also es gibt zwei neue Apple Watch. Das ist einmal die, die ich habe, und dann die Serie 6. So, was da jetzt genau überhaupt, ich habe die miteinander verglichen und für mich hat die hier vollkommen ausgelangt. Die nochmal, was war die denn teurer? Also die hier hat jetzt, ich glaube, 300 € gekostet und die andere wäre fast 500 und die kann irgendwas Spezielles kann die noch, keine Ahnung, aber irgendwie, also irgendwelche Messungen. Nicht MRT. Irgendwas kann die. Moment, ich gucke gerade mal nach, weil das ist irgendwie, also es ist schon strange. EKG, genau. EKG kann die andere Uhr noch. Ja, ansonsten, ich habe mich da jetzt auch nicht so extrem mit beschäftigt. Für mich kam es nicht in Frage, für eine Uhr, so eine Sportuhr 500 € auszugeben. Selbst das ist schon krass. Also wirklich, 300 € ist schon heftig. Aber mich hat einfach dann, warum ich nicht mich für eine andere Marke entschieden habe, einfach weil ich alles von Apple habe und ich jetzt mein Handy und alles ist miteinander verknüpft. Ich kriege hier meine WhatsApp-Nachrichten drauf, meine Nachrichten generell, wenn ich eine neue E-Mail bekomme und ich sehe das alles immer direkt. Und deswegen, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man ein iPhone hat, dass man da auch von Apple sich die anderen Sachen holt. Das ist einfach mega, dass es alles miteinander funktioniert dann sozusagen. Genau. Ansonsten, ich habe da die letzten Tage schon viel mit rumgespielt, alles Mögliche. Ich gucke mir da oder lese mir auch schnell mal irgendwelche Sachen durch, die ich zugeschickt bekommen habe. Wenn ich gerade irgendwie unterwegs bin und habe mein Handy gerade nicht parat, dann gucke ich schnell rein, wenn ich sehe, dass ich gerade was bekommen habe. Ansonsten gucke ich natürlich, ich habe immer mehrmals am Tag geschaut, da steht dann halt zum Beispiel, wie viele Schritte man gelaufen ist, wie viele Treppenstufen man gelaufen ist, wie viel man sich generell halt bewegt hat. Dann kann man da verschiedene Trainingssachen eintragen, ob man joggen war oder ob man irgendein Fitness gemacht hat oder Yoga oder irgendwelche Atemübungen oder was weiß ich, was einfach spazieren gegangen ist. Das wird halt alles gemessen und das kann man sich hier anschauen oder man kann die Daten auch am Handy anschauen, was die Uhr alles aufgezeichnet hat, weil das alles miteinander halt eben verkoppelt ist. Also richtig gut. Genau, ich habe da eigentlich einen guten Überblick. Da sind auch so Kalorienzähler mit dabei und was weiß ich was. Also man kann noch viel, 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 viel mehr mitmachen. Da werde ich mich in Zukunft noch mehr miteinander, noch mehr beschäftigen. Aber ich habe da eigentlich jetzt wirklich schon ja, viel mitgemacht die letzten Tage.
Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, es klingelt bald, weil er sollte irgendwas mit kurz nach 10, zwischen 9 irgendwas und kurz nach 10 da sein. Er ist zumindest schon mal bei uns hier im Ort. Ich habe so einen Live-Tracker, den ich da anklicken konnte. Ha, total genial. Ja, naja. Genau, so viel nochmal dazu. Heute war der erste Tag. Ich kann euch mal zeigen, wie das momentan aussieht. So. So sieht es momentan aus. Es ist immer noch so drumherum geschwollen. Das ist aber heute das erste Mal, dass es so aussieht. Die letzten Tage war das noch viel geschwollener. Und ich habe ja dann euch erzählt, dass ich immer wieder so Flüssigkeit rausgedrückt habe, in Anführungszeichen, so ganz leicht. Dass da noch voll viel Buntflüssigkeit und Zeugs rauskam und so weiter. Und heute ist das erste Mal, wo ich nicht das Bedürfnis habe, das zu tun, weil alles toll ist. Und auch hier ist nichts irgendwie mit Blut oder mit irgendwas. Also ich glaube, dass es jetzt endlich mal so am Heilen ist. Genau. Ja. Ansonsten, was ich jetzt eigentlich auch machen wollte, endlich mal den Trockenblumenstrauß angehen. Dazu muss ich halt eben den Trockenblumenstrauß, den ich ja schon gemacht habe, den großen, einfach nochmal komplett alles rausholen, alles auf einen Haufen oder auf mehrere Haufen legen, um das so ein bisschen ja, besser binden zu können. Ich hatte der Frau ja, der Floristin, zugeschaut, als die für meine Schwester den Strauß gebunden hat und da habe ich mir versucht, ein bisschen abzugucken, wie man sowas am besten bindet. Ich möchte trotzdem einen großen Strauß haben, aber ein bisschen weniger als das, was jetzt eben der Fall ist und einfach ein bisschen strukturierter daran gehen. Ich habe das einfach nach Lust und Laune reingesteckt und so bunt gestaltet, aber das kann man noch ein bisschen strukturierter machen, gerade mit dem Pampasgras. Und, hallo Miami, da steht ja, da ist ja die erste Vase und da ist die zweite Vase. Die wartet ja, die steht da und ist noch nicht befüllt, deswegen, die hatte ich ja zum Valentinstag von meinem Mann bekommen. Und deswegen, da möchte ich auch endlich mal den zweiten Strauß machen, dass ich die wieder links und rechts neben den Fernseher hinstellen kann. Das mag ich ja sehr gerne. Ich finde das sehr schön. Das soll dann auch so bleiben. Genau. Ja, jetzt gerade jemand vorbeigelaufen, aber das war, glaube ich, ein Nachbar nur. Ich gucke die ganze Zeit zum Küchenfenster, wenn man dann sieht, ob jemand vorbeiläuft. Da sehe ich dann auch immer rechtzeitig, wenn die Postboten da sind und renne schnell zur Tür. Joa, ansonsten, ich hoffe, dass ich heute den Anruf vom Arzt bekomme, von gestern, ob die Blutwerte vielleicht schon da sind und dass er mir dann direkt mal sagen kann, wie wir weiter vorgehen, ob ich vielleicht andere Tabletten bekomme, ob ich mit der Dosis weiter runtergehen soll und so weiter und so fort. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich da schnell eine Rückmeldung bekomme, dass es nicht allzu lange dauern wird. Weil die Blutwerte anscheinend einschicken ins Labor. Also die haben da nichts vor Ort. Bei meiner Ärztin ist ja so, ist ein riesengroßes Ärztehaus bei meiner Allgemeinärztin. Und wenn ich bei ihr Blut abnehmen lasse, sind die Werte immer am nächsten Tag da, weil das Labor im Haus ist. Also es ist richtig genial, dass es so schnell geht. Ja. Aber wenn ich die Info habe, sage ich euch ja auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt tippe ich hier mal weiter. Mache ein paar Sachen noch fertig und warte, dass mein Stepper kommt. Ich freue mich voll, der ist einfach, ja, weil es hieß, der soll nächste Woche Montag kommen. Jetzt ist der einfach schon am nächsten Tag da, also wie heftig ist es bitte? So, es hat gerade an der Tür geklingelt. Banana Beauty hat mir Concealer zugeschickt. Ja, Concealer. Es gibt ein ganz, ganz, ganz neues Produkt von Banana Beauty. Und zwar die High Cover Radiant Concealer. Das hier sind meine. Also da ist noch ein relativ, so ein mittlerer Shade. Das sind alles die hellen Nuancen. Also alles light, also sehr, sehr light bis light medium. Ich glaube, das ist der Peach. Genau, ansonsten habe ich hier, ja, Light Medium Warm.
Genau, es gibt noch viel mehr Farben. Ich finde es richtig gut, dass die wirklich auch viele Nuancen rausgebracht haben. Es gibt noch die mittleren und auch die dunklen Shades. Ich habe jetzt, wie gesagt, die hellen bekommen, weil ich mich dafür entschieden habe, weil ich es einfach mag, egal auch im Sommer, dass ich unter den Augen einfach ein bisschen heller bin. Und jetzt, wo ich sowieso hell bin, ist es perfekt. Ich bin sehr, sehr gespannt, die auszuprobieren und zu testen. Ich kann dazu noch überhaupt gar nichts sagen. Das ist jetzt wirklich gerade einmal ausgepackt und einfach nur die Farben gesehen und ich muss die auf jeden Fall dann mal swatchen beziehungsweise auch mal testen, wie sie dann performen auf dem Gesicht. Kokain, dies, das oder so. Warte, stimmt's hin danach? Ja, es ist endlich da. Ich bin da. Du bist da, du musst arbeiten gehen. Ja, gerade angekommen. Ich werde das jetzt, muss man natürlich zusammenbauen. Mal sehen, wie einfach oder wie schwer das ist. Ich war aber gerade interessiert hier an den Swatches, deswegen ich habe die gerade mal geswatcht, weil die sehen alle sehr e sich ähnlich. Also im ersten Moment denkt man, okay, das sind ganz kleine Farbnuancen, wo das sieht aus, wie wenn es ein gleicher Concealer wäre. Aber schaut euch mal die Swatches an. Das ist auf jeden Fall alles schön unterschiedlich. Der ist auf jeden Fall deckend. Also da ist wirklich, kann es euch mal zeigen. Gucken, ob ich das jetzt mit einer Hand hinbekomme. Das ist so ein ganz dicker, schaut mal, vom Applikator her, wie der Shape Tape von Tarte. Ich liebe ja sowas, ich mag das richtig gerne. Und der ist auf jeden Fall sehr, sehr cremig und deckend, wie man sieht. Also sehr schöne Farben, da wird auf jeden Fall was für mich dabei sein. Ich schätze, die ersten, also die Nummer 2 und die Nummer 3, die werden, glaube ich, was für mich sein, diese warmstichigen. Ich bin echt gespannt. Aber jetzt mache ich mich erstmal daran. Es war ja klar, Miami, dass du direkt kommst, wenn ein Paket am Start ist. Jetzt erstmal alles ausgepackt. Das sieht so aus. Alles nur einzelne Stangen, Schrauben und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich fange mal an, das irgendwie zusammenzuschrauben. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich weiß nicht, ob es ein Flop oder ein Top ist, muss ich ehrlich sagen. Also, das Problem ist, ich habe ja bis jetzt mit solchen Geräten tatsächlich nur im Fitnessstudio gearbeitet. Und im Fitnessstudio haben die halt gerade dieses hintere Teil, da wo halt dieser Schwung drin ist, das ist ja riesig. Es ist ja wirklich riesig, diese Geräte im Fitnessstudio. Und da ist es wirklich, da läuft man drauf und das macht so richtig schön. Das ist halt dieser Schwung, ja, der ist wirklich, ja, kann man mit dem hier auf jeden Fall nicht vergleichen. Da ist nicht so dieser richtige durchgehende Schwung da, sondern es ist so ein bisschen stockend. Immer wenn man unten ankommt und dem nächsten, ich zeige es euch mal, ich versuche das mal aufzufangen. Also, im Fitnessstudio normalerweise ist wirklich dieser Schwung da. Oh, wow. Also das ist immer so, das ist ein bisschen stockend. Ich weiß aber auch nicht, ob es einfach eine Gewohnheitssache ist. Weil klar kann mir das Teil nicht das bieten, wie die im Fitnessstudio, die irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich 2.000 € das Stück kosten. Aber es ist aufgebaut. Es ist klein, süß, kompakt. Ich glaube, dieses Ding hat eine Länge von. Ich weiß es jetzt gar nicht. Der ist ein bisschen länger als unser Tisch. Unser Tisch ist 70 cm. Das müsste vielleicht 90 cm sein. 100. Ja, so ungefähr. Und höher ungefähr so 2 m, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ein bisschen weniger. 1,80. Joa. Also wie gesagt, klein, kompakt kann man halt schön in irgendeine Ecke stellen. Das könnte ich zum Beispiel hier in die Ecke stellen, ohne Probleme. Ich glaube, wenn ich noch mehr Schwung haben möchte und noch eine
bessere Qualität, dann muss ich halt in Kauf nehmen, dass ich ein größeres Teil habe, wo ich dann nicht mehr genau weiß, wohin damit und dass die Kosten natürlich viel, viel höher wären. Ja. Ich glaube, ich muss den jetzt einfach mal ein paar Mal testen. Also wirklich einfach so 2, 3 Tage, dass ich sage, okay, ich komme damit klar und habe mich so daran gewöhnt, dass es ein bisschen stockend ist. Vielleicht, wenn man die, man hat ja verschiedene Stufen, wenn man die hochstellt, dass es dann ein bisschen besser ist. Oder ob ich sage, nee, ich komme damit echt gar nicht zurecht. Das kann ich jetzt euch noch nicht sagen. Das ist momentan so ein kleines Fragezeichen. Weil ich weiß, wenn ich den jetzt nicht möchte und den zurückschicken würde, dann würde ich mir, glaube ich, auch keinen anderen holen, weil das bringt halt eben nichts. Weil, wie gesagt, ich möchte nichts, was so ein Riesending wäre, was man hier irgendwie, wo man keinen Platz für hätte. Oder was halt mega teuer wäre. Also das, da habe ich auch keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja hier unten mein Fitnessstudio, so ist es nicht. Das ist halt perfekt für wirklich abends vorm Fernseher oder wenn der Samu seinen Mittagsschlaf macht. Einfach dieses schnell hier zu Hause was machen, ohne dass ich eben raus muss. Also jetzt klar, mein Mann ist momentan gerade hier, aber wenn er irgendwann kein Homeoffice mehr hat, dann kann ich halt nicht einfach verschwinden. Dann kann ich immer nur, konnte immer nur am Wochenende gehen. Das habe ich ja auch immer gemacht, aber unter der Woche war es immer schwierig, weil dann irgendwann um 18 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen, da geht halt jeder und es macht gar keinen Spaß, also wirklich nicht. Davon abgesehen, dass die Fitnessstudios ja seit Monaten Dauer auf, zu, auf, zu, auf, zu haben, wobei sie eher geschlossen waren als irgendwas anderes. Ich guck mal. Ich teste das einfach mal 2, 3 Tage und gebe euch dann mal ein Feedback. Ja. Aber ich finde es cool, dass er wirklich so nice klein ist, dass ich den gut verstauen kann und dass er halt jetzt nicht allzu teuer war, wobei 400 Euro sind 400 Euro. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie 50 Euro dafür ausgegeben habe. Deswegen... ja, der hat hier übrigens auch noch solche, ich zeig's euch mal nochmal genauer. Also hier ist ja dieser Schwung praktisch drin, diese Belastbarkeit. Hier ist hier für die Füße, da muss man auch schauen, dass man nicht zu sehr nach außen tritt oder nach innen eher gesagt. Dass man wirklich schön hier, wo die Schrauben oder die Stange auch ist, ist mir jetzt auch aufgefallen. Dann kann man hier halt die Stufen machen, also wie schwer praktisch der Tritt sein soll. Dann hier gibt es auch noch, da habe ich mich jetzt noch nicht so richtig mit befasst, aber man kann sich hier wahrscheinlich die Kalorien anzeigen lassen und Time und so weiter. Und hier gibt es auch Sensoren, wo man den Puls messen kann. Also das ist auch ganz cool, wenn ich dann hier anfasse und den Puls messen lasse oder halt eben hier an den Stangen ganz normal. Das mag ich halt, dieses Ganzkörperaktivität. Deswegen... Ich hoffe sehr, dass wenn ich den die nächsten, sagen wir mal, 2 Tage maximal teste, dass ich zufrieden damit sein werde und dass er hier einziehen darf. Drückt mir die Daumen. So, ihr Lieben, da melde ich mich mal. Wir haben mittlerweile schon 6:30. Meine Frisur sitzt immer noch und fliegt. I don't know. Ja, die Jungs haben jetzt die ganze Zeit gespielt. Den Samu haben wir jetzt hingelegt. Der war super duper müde. Elias hat gerade zu Abend gegessen. Jetzt spielt er noch ein bisschen, so eine 3/4 Stunde ungefähr. Und dann geht er auch langsam ins Bett. Mein Vlog ist mittlerweile online und ich wollte jetzt mal etwas testen. Das teste ich gleich mit euch zusammen. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich euch noch gar nichts erzählt habe zu dem Everdrop Küche. Genau, also ich habe diesen Küchenreiniger, bin ich ganz ehrlich, nur einmal benutzt. Und zwar hier für das Kochfeld. Das hat auf jeden Fall gar nichts gebracht. Ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Das erwarte ich gar nicht von so einem Spray. Das soll ja so ein ganz normaler Küchenreiniger sein für Oberflächen und Co. Und deswegen werde ich das jetzt mal hierfür verwenden. Einfach zumindest das. Ihr seht, da sind überall so, ja, so Datscher und ein paar Flecken und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so gut erkennen kann. Moment, ich drehe euch mal um, dann kann ich das besser sehen. Ja, so kann man das gut sehen. Hier landet nämlich mehrmals am Tag irgendwas drauf und dann sind hier irgendwelche Schmierer und so weiter. Das mache ich dann halt abends immer sauber. Und jetzt habe ich gedacht, probiere ich das doch mal. Also los geht's. Ihr seht schon, wenn das rausgespritzt kommt, so war das bei den anderen auch. Man sieht überhaupt nichts von irgendwelchen Schaumbläschen, irgendwas, was darauf hindeuten könnte, dass das jetzt ein Reinigungsmittel ist. Es sieht wirklich aus, wie wenn es einfach Wasser wäre.
ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu wenig benutzt habe und deswegen das irgendwie nicht sauber gemacht wurde. Ich werde jetzt auch einfach mal Küchenrolle benutzen, dass ich auch einfach mal verschiedene Sachen benutzt habe, um das Ganze sauber zu machen. Dass es nicht heißt, oh, deine Küchentücher oder deine Tücher sind vielleicht Mist gewesen, I don't know. Deswegen, ich mache das jetzt mal hier mit. Und es ist auch, wenn man es verreibt, wie wenn man Wasser verreiben würde. So. So, also, es sind auf jeden Fall noch so Schmierer da, aber es ist jetzt so, vom Fett her wurde jetzt eigentlich alles weggenommen. Ja, es ist okay, es ist nicht perfekt, es ist okay, auf so Oberflächen, wo man das halt sieht, da kann man es ja ein bisschen besser beurteilen. Wenn ich jetzt hier die Fläche einsprühen würde und abwischen würde, könnte ich das ja gar nicht richtig beurteilen, weil das ist matt, das ist dunkel, keine Ahnung, ob der Reiniger da dann geholfen hat oder nicht. Hier ist er jetzt eigentlich, ja, hat er okay performt. Also jetzt kein, oh mein Gott, wow. Es ist ja immer noch so, dass so, ja, es geht. Also es ist jetzt keine totale Enttäuschung wie der Glasreiniger, aber ja, also den würde ich auf jeden Fall jetzt, sagen wir mal so, ich würde ihn gebrauchen, ich würde ihn nicht wegschmeißen. Beim Glasreiniger ist es halt wirklich so, dass ich sage, den werde ich nicht benutzen, weil der halt super krass geschmiert hat. Also das ist eine Flasche, wo ich sagen würde, halt nicht wie beim Glasreiniger, ich würde es jetzt trotzdem benutzen, ich würde es aber auch nicht nachkaufen. Und das ist der springende Punkt. Also allgemeiner Fazit. Den Küchenreiniger werde ich jetzt benutzen. Der für den Bart kann ich auch benutzen. Allerdings auch nur, wenn es nicht sonderlich stark verschmutzt ist. Aber ich würde es nicht nachkaufen. Ist auf jeden Fall kein Nachkaufprodukt für den Preis. Schon mal gar nicht. Und das von der Eigenmarke, also da von DM, diese andere Marke, auch absolut keine Kaufempfehlung. Leider Gottes, weil es eigentlich wirklich ja, von der Denkweise her ein mega Produkt ist, einfach solche Drops dann eben nur noch zu kaufen und weniger Plastik und so weiter. Es ist ein mega Denk, also mega Erfindung im Prinzip, aber da steckt wirklich nicht so eine Power dahinter. Also vielleicht für so leichte Verschmutzung oder für einfach mal über Oberflächen drüber zu gehen, okay. Aber um so richtig zu reinigen, wenn man wirklich Fettspritzer jetzt hier hat oder sowas, dann glaube ich, bringt das halt eben nichts. Und dann muss ich wieder andere Reiniger benutzen.